Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Neulich an der Ladesäule. Heute zeigen Thomas und ich euch mal, wie wir unsere eigene Ladesäule zu Hause betreiben. Also wie laden wir unser Auto zu Hause? Schaut es euch an. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Neulich an der Ladesäule. Wie der Daniel schon gesagt hat, wir befassen uns heute mit unseren privaten Lademöglichkeiten. Einige von euch haben sich bestimmt schon die Frage gestellt, wie lade ich mein Auto denn zu Hause? Weil Elektroautos werden überwiegend zu Hause aufgeladen. Und für mich hat sich auch gerade vorm Kauf oder vor der Lieferung die Frage gestellt, was muss ich alles für Vorbereitungen treffen? Braucht man dafür eine Elektroinstallation? Fallen zusätzliche Kosten an? Müssen Kabel gezogen werden? Braucht man eine Wallbox? Und genau das will ich euch heute zeigen. Thomas hat eine Lösung gewählt, ich habe eine andere Lösung gewählt. Ich bin jetzt gerade unterwegs und habe meine private Ladesäule einfach mitgenommen. Und zwar, ich habe jetzt seit einem Jahr circa den Go E-Charger. Es ist eben ein Riesenvorteil, dass es auch ein mobiles Ladegerät ist. Also ich habe einmal hier den 32 Ampere Anschluss. Da gibt es dann noch mehrere Adapter zu. Und zwar einmal den 16 Ampere Adapter. Dann gibt es den Adapter für die Campingstecker. Und es gibt noch den Adapter für einen normalen Schuko-Stecker. Also ist man auch unterwegs wirklich super bedient mit dem Gerät. Das Gerät an sich ist wirklich sehr simpel. Man hat einfach nur den Typ 2 Anschluss. Und hiermit kann man die Ladeleistung einstellen. Ich lade zu Hause mit 11 kW. Der Audi kann 11 kW. Der Nissan konnte 7,4 kW einphasig. Der BMW i3S konnte auch 11 kW. Und dafür ist das Gerät wirklich super. Ich habe es auch schon mal mit auf die Firma genommen und habe direkt in der Firma dann geladen, weil 32 Ampere Anschlüsse hatten wir genügend da. Und wenn man dann irgendwie von der Firma aus irgendwo hin muss, ist es natürlich perfekt, wenn man mal eben so ein mobiles Ladegerät dabei hat. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das wieder installiere. Ich habe hier diese Befestigungsplatte installiert. Hier ist mein 22 kW Anschluss, 32 Ampere. Ich nehme den Go E-Charger. Zack, und dann hängt er schon. Das Kabel wieder einstecken. Jetzt leuchtet er einmal, fährt hoch. Das stecke ich wieder hier rein. Es gibt nicht viel mehr als eine normale Steckdose, an die das Ladegerät angeschlossen ist, was bei jedem Tesla mit dabei ist. Und dieses Ladegerät ist eigentlich wie ein Adapter von normalen Schuko, die Haushaltssteckdose, zum Typ 2, wie man es hier sieht. Und das Ding geht direkt in den Ladeanschluss. An dieser Stelle gibt es wirklich nichts Besonderes zu beachten. Es ist ein normaler Typ 2 Stecker, der bei jedem Ladegerät dabei ist. Beim Model 3 wie bei den anderen Typen auch bei anderen Fahrzeugen gibt es ja das normale Ladekabel und diesen Stecker. Das ist dann auch die ganz normale, ja, der normale Ladeadapter, der dabei ist. Und ich habe mir den mit einem kleinen Trick hier noch schön befestigt. Das ist nämlich eigentlich der Staubsaugerhalter von Ikea. Ich habe auch das Kabel vom Daniel, was er normalerweise zu Hause installiert hat. Da sieht man einmal ganz schön, das ist der Campingstecker. Das hier ist dann der Ladeziegel von Tesla. Und da steckt man dann einfach den Adapter rein. Einmal fest drücken und dann ist er drin. Einfach ziehen. Zack, und dann ist er wieder raus. Das kann man auch genauso machen mit dem Schuko-Adapter. Ist das gleiche Prinzip, natürlich richtig rum und wieder rausziehen. Und auf der Seite ist dann eben der Typ 2 Anschluss von Tesla. Da ist der Knopf zum Drücken, denke ich. Genau. Bei dem Modell leider nicht. Bei dem Modell nicht? Nee, gibt das es haben aber. Die neueren, die haben da den Knopf. Okay. Auch schön verpackt.
zuziehen. Und man hat es direkt in der Hand und kann das schön mitnehmen. Bei Audi gibt es genau das gleiche System sozusagen, was beim Daniel bei Tesla mitgeliefert wird. Ist bei Audi ein Frunk, wie bei Tesla auch, ein bisschen kleiner. Und dann haben wir einmal das Typ 2 Ladekabel für die öffentlichen Ladestationen. Dann haben wir eigentlich sozusagen das gleiche System wie bei dem Tesla. Ist ein bisschen größer hier. Hier haben wir dann auch den Typ 2 Anschluss fürs Auto dann eben. Hier ist jetzt angeschlossen der Schuko-Stecker. Und es ist auch noch ein Adapter dabei. Ein 16 Ampere Adapter. Also, dass wir die 11 kW dann eben laden können. Wie sieht das aus, wenn ich lade? Dazu gehen wir mal ins Auto rein. So, wir sehen auf dem Ladebildschirm, so sieht es aus, wenn er an der Haushaltssteckdose hängt. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen mit der Stärke, mit der Amperezahl. Und jetzt lädt er gerade mit 2 kW. Ich habe es also ein bisschen langsamer gestellt, damit auch die Haushaltsleitungen nicht überhitzen. Und man sieht jetzt auch, wir haben gerade Stage of Charge 63%. Er soll aufladen bis 70 und braucht nur für diese 7% ja 2,5 Stunden. Das ist aber auch okay, weil immer wenn ich nach Hause komme, stöpsel ich das Ding an und dann lädt er wieder. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Aufladen, dann kann man einfach den Ladevorgang hier stoppen, das Kabel entriegeln und ich kann es wieder ganz normal abziehen und in meine selbstgebaute Halterung wegstecken. So, jetzt einmal im Fahrzeug. Und zwar sehen wir auf diesem großen Bildschirm, dass ich jetzt zu Hause lade. Ladevorgang aktiv, 2 Stunden 55 Minuten verbleibend. Ich zeige euch jeden Moment an dem anderen Display, mit wie viel kW wir laden. Wir sind jetzt bei 56% Akkustand. Ich kann hier noch einstellen, bis wohin er laden soll. Und zwar sehen wir hier jetzt auf dem Display direkt vor mir, wie gesagt, wir sind bei 56%, habe jetzt noch eine Reichweite von ca. 170 km. Lade mit 42 km pro Stunde. Am 20.06. um 22.04 Uhr ist der Wagen fertig. Also noch 1 Stunde 29 Minuten und wir laden mit 10 kW. Für mich ist die Lösung wirklich gut so. Ich habe keine extra Kosten dadurch und es ist auch ausreichend, weil 2 Kilowatt pro Stunde halt ins Auto geladen werden. Bedeutet, wenn ich ihn über Nacht angeschlossen habe, ich komme abends nach Hause, stöpsel ihn ein und am nächsten Morgen nehme ich ihn wieder mit, habe ich so um die 80 bis 100 Kilometer wieder reingeladen. Bedeutet, wenn ich das also jeden Tag mache und täglich nicht mehr als 100 Kilometer fahre, komme ich mit dieser Lösung super hin. Und wenn man mal weiterfahren muss, dann gibt es ja immer noch die Schnelllader. Es ist so ein bisschen ein Umdenken. Also wenn ich jetzt übers Wochenende weiter irgendwo hinfahre, ich habe den Akku leer, dann stöpselt man das Auto natürlich schon ein, zwei Tage früher an, damit er bis zum Wochenende voll ist. Man verhält sich aber ja anders als mit einem Verbrenner. Ich fahre mit einem Verbrenner zur Tankstelle, wenn der Tank leer ist, um ihn dann komplett voll zu laden, aufzutanken. Mit dem Elektrofahrzeug verhält es sich anders. Da ist der Akku immer so ein bisschen voll. Das heißt, ich mache den Akku nie ganz leer, ich mache ihn aber auch nie ganz voll. Und ich sehe zu, dass ich immer so irgendwie zwischen 40% und 70% permanent im Akku drin habe. Das heißt, ich komme nach Hause, stöpsel ihn dran und lade wieder so viel nach, wie es halt geht. Ganz langsam laden und immer in diesem Bereich laden ist auch das Beste für den Akku übrigens. Es ist also richtig schonend. Und über lange Zeit kommt man damit super hin. Und wenn man doch mal weiter muss, dann gibt es diese Reichweitenverlängerung in Form von Superchargern oder anderen Schnellladern auf der Autobahn und unterwegs.
Reichweite und Ladedauer, dafür machen wir hier nochmal kurz eine Rechnung auf. Man sieht jetzt hier im Verbrauchsbildschirm vom Model 3 und auch hier unten im Verbrauch, dass ich bei den letzten 250 Kilometern im Durchschnitt 18, 19 Kilowatt auf 100 Kilometer verbraucht habe. Das bedeutet wiederum, wenn ich also 18, 19 oder auch 20 Kilowatt auf 100 Kilometer verbrauche, wie lange muss ich denn dafür an der Haushaltssteckdose laden? Ich bekomme also 2 Kilowatt pro Stunde reingeladen. In der Nacht angeschlossen ist das Auto, ja, ich sag mal so 10 Stunden ungefähr, bedeutet 2 Kilowatt mal 10 Stunden sind 20 Kilowatt. Mit 20 Kilowatt komme ich 100 Kilometer weit. Wer meint, dass er täglich auch nicht mehr braucht, dem hier ganz klar die Empfehlung, spart euch die Installationskosten, spart euch eine teure Wallbox, sondern macht das einfach mit dem Schuko-Stecker. Eine Wallbox, wie es Thomas hat, lädt im Model 3 11 kW. Und das sind ungefähr 60 Kilometer pro Stunde, die man da reinbekommt. Das ist sehr viel mehr, würde bedeuten, dass das Auto innerhalb von 6 Stunden komplett voll ist. Aber die Nacht ist nun mal sehr viel länger und wie schon vorhin erwähnt, man lädt nicht erst, wenn der Akku auf Null steht. Mein Stromanbieter, da habe ich gewechselt Anfang des Jahres und zwar bin ich zu Avatar gegangen. Das ist in Verbindung mit dem GoE-Charger eine wirklich sehr schöne Sache, weil der GoE-Charger kann dann über das Internet auf die Preise zugreifen, auf die Strompreise. Und ich schließe zum Beispiel den Wagen abends um 8 Uhr an und er guckt dann, also ich sage ihm, ich möchte das Fahrzeug dann morgens, ich sag mal, auf 80% haben und der GoE-Charger schaut dann, wie die Preise über die Nacht verteilt sind und wenn es zum Beispiel von 12 bis 2 Uhr dann günstigen Strom gibt, dann lädt er eben in dieser Zeit. Von 2 bis 3 ist er vielleicht zu teuer, dann hört er auf zu laden und lädt dann einfach wieder weiter, wenn es wieder günstiger ist. Und wenn ich dann morgens losfahre, habe ich dann meinen gewünschten Akkustand. Der Preis wird von der Firma Avatar immer 24 Stunden vorher bekannt gegeben, wie er eben am nächsten Tag über den ganzen Tag verläuft. Und in den Stoßzeiten morgens von 6 bis 8, denke ich mal, und mittags vielleicht, wenn dann der Herd angemacht wird, oder eben abends, wenn dann um 7:45 dann die Fernsehzeit beginnt, dann ist eben mehr Stromverbrauch und nachts wird eben generell nicht so viel verbraucht und deswegen ist der Strom dann eben günstiger. Man kann dann auch auf der Internetseite einen Chart sich anschauen und zwar sieht man dann, wenn zum Beispiel viel Wind ist, dass viel Energie kommt und dass dann der Strompreis günstiger wird. Genauso ist es, wenn die Sonne stark scheint, dass dann eben viel über Photovoltaik dann eben Strom erzeugt wird und dann wird der Strompreis dann auch generell günstiger. Und auch hier die Überlegung, wo kommt der Strom her? Das ist ganz normaler Haushaltsstrom aus der ganz normalen Steckdose. Und da gibt es dann auch bestimmt besondere Anbieter. Ich habe mich für Maingau entschieden. Also ich beziehe zu Hause Maingau-Strom und habe dadurch den Vorteil, wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht für 35 Cent, sondern für 25 Cent pro Kilowatt laden. Also an allen Stationen, die Maingau unterstützt, zahle ich pro Kilowatt 25 Cent. Das ist ein Tarif, da braucht man sich nicht viel Gedanken machen, es ist sogar fast immer der günstigste. Wir hoffen, die Folge war für den einen oder anderen auch mal hilfreich und informativ und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Wir nehmen es dann vielleicht in den nächsten Folgen mit auf. Wir hoffen, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.